Hallo, herzlich willkommen. Ein kurzes Video über Vectorworks 2011. Es geht hier um die Verwendung von Ebenen als Geschossebenen und ich will das am Beispiel meines Modells vom Scharunenhaus in der Weißenhofsiedlung kurz präsentieren. Es ist ein mittleres Kapitel aus diesem Buch, was ich geschrieben habe über Vectorworks. Und es fängt gleich mal damit an, das ist eine typische Darstellung, mit der uns Vectorworks öfters mal konfrontiert. Wir haben hier also offensichtlich auf mehreren Ebenen was gezeichnet und die werden unterschiedlich dargestellt. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das OG. Und eine Etage tiefer wäre also das EG. Und man sieht schon, dass das hier offensichtlich im EG liegt und das, was wir da gerade gesehen haben, auf dem OG. Normalerweise in der Standard-Voreinstellung ist es halt so, dass in Vectorworks die Ebenen mit ihren jeweiligen Einstellungen gleichberechtigt gezeigt werden. Das hängt dann davon ab, wie die Ebenendarstellung an sich aussieht. Wenn man jetzt zum Beispiel nur die aktive sehen möchte, dann hat man es ein bisschen einfacher. Dann sieht man aber auch wirklich nur das, was auf dieser einen Ebene liegt. Wenn man eine dieser Möglichkeiten wählt, dass man auch andere Ebenen sehen kann, dann kann es eben passieren, dass es dieses Durcheinander gibt. Zunächst einmal ganz kurz nochmal zur grundsätzlichen Frage, was sind eigentlich Ebenen? Ebenen sind in Vectorworks das, was in anderen Programmen, also zumindest in Archicad, die Geschosse sind. Das heißt, es sind also Ebenen mit einer Höheninformation oder sie können eine Höheninformation haben. Wenn ich 3D baue, kann ich also jeder Ebene sagen, die ich da einrichte mit neu, dass sie eine bestimmte Z-Höhe haben soll und dass sie eine bestimmte Geschosshöhe haben soll. Die Geschosshöhe wäre dann wichtig, um dann zum Beispiel Wände, die auf diesen Ebenen angelegt werden, auch automatisch in dieser Höhe anzupassen. Wir werden auch gleich sehen, dass die Geschosshöhe auch sonst eine Rolle spielt, aber das sind jedenfalls die zwei Werte, die jede Ebene quasi haben kann. Also vor allen Dingen, es gibt noch andere Eigenschaften, die Ebenen haben können, zum Beispiel auch die, dass es einen voreingestellten Maßstab geben kann oder gibt und dass man den auch unterschiedlich haben kann. Ja. So, also zunächst einmal unter Organisation Extras, ne, umgedreht Extras Organisation, kann man Konstruktionsebenen anlegen mit neu. Man kann sie auch bearbeiten und dann jeweils alles Mögliche ändern, zum Beispiel den Namen, die Höhenlage etc. Wenn ich jetzt zeichne, dann muss ich mir vorher überlegen, in welcher Ebene ich gerade bin. Es gibt immer nur eine aktive Ebene. Egal wie viele Ebenen ich sehe, es ist immer eine aktiv. Es gibt auch in der Navigationspalette die Möglichkeit, das nochmal zu checken. Immer da, wo der Haken ist, ist die Ebene aktiv. Wir sind also gerade im Obergeschoss. Wenn wir jetzt zeichnen, würden wir im Obergeschoss zeichnen. Genauso EG, Dach und so weiter. Ja? Ach, jetzt will er erstmal rendern, genau. So, jetzt gehe ich mal nochmal ins EG. Und übrigens mit der Command- oder Steuerung und Pfeiltaste oben und unten können Sie zwischen den Geschossen wechseln. Das kann man jetzt hier rechts in der Navigationspalette ganz gut sehen. Also wenn Sie mal irgendwann ein bisschen routinierter sind oder routiniert sind, dann können Sie das auf diese Weise machen. Okay, jetzt aber zurück zum Thema. Wir haben jetzt hier erstmal ein ziemliches Durcheinander. Das liegt daran, wie gesagt, die Ebenendarstellung ist jetzt so, dass ich nicht nur die aktive sehe, sondern auch noch alle anderen und zwar in Grau. Es gibt dann noch die Varianten, dass man sie in Grau sieht, dass man sich auch an den ausrichten kann, dass man die anderen normal sieht, was das gegenwärtige, sagen wir mal, die unübersichtliche Lage noch ein bisschen verschärfen würde. Man kann dann auch sagen, dass sie sich normal zeigen und dass man sich an ihnen ausrichten kann. Und man kann sogar andere Ebenen bearbeiten, beziehungsweise Elemente auf diesen anderen Ebenen, wenn man diese Option wählt. Was jeweils passt, ist, muss von Fall zu Fall entschieden werden. In diesem Fall wollen wir uns mal mit andere Grau zeigen lassen. Und jetzt ein weiteres Thema. Bei jeder Ebene wird sich sozusagen gemerkt, welche Darstellung ich gerade habe. Ich habe hier die Grundrissdarstellung 2D-Plan im Obergeschoss. Wenn ich jetzt rechts vorne oben wählen würde, dann würde zumindest die Axonometrie die gleiche sein wie fürs Erdgeschoss. Wenn ich jetzt aber das Ganze mal drehe, dann sehe ich, dass also Vectorworks das erstens immer nur in einer Ebene macht, das Navigieren, womit ich schon wieder das Durcheinander hätte, beziehungsweise was vor allen Dingen aber auffällt und was eigentlich noch viel wichtiger ist, dass Vectorworks die Höhenlage, wenn ich jetzt mal vorne nehme, die Höhenlage gleichsetzt. Ich mache das mal für das untere Geschoss des EG auch vorne. Wie gesagt, das muss man jetzt halt, das macht man ebenenweise zunächst einmal. Jetzt habe ich noch das Dach, was auch axonometrisch dargestellt wird. Und Sie sehen schon, also Vectorworks hat in der Voreinstellung, ist der Überzeugung, dass die Ebenen auf dem gleichen Niveau dargestellt werden müssen, was natürlich bei einer räumlichen, mehrgeschossigen Konstruktion unbefriedigend ist. So, jetzt gibt es dazu eben ein Befehl, der Ihnen genau das ermöglicht, dass Sie nämlich die Ebenen in ihrer korrekten Höhenlage jeweils sehen, also jede Ebene in ihrer eigenen Höhenlage. Und dazu gehe ich nochmal im Dach jetzt, das ist jetzt egal, in welcher Ebene ich gerade bin, in eine axonometrische Darstellung. Und jetzt klicke ich hier auf diesen kleinen Button, das ist die Modellansicht, die ich damit aktiviere. Und da wird auf einmal dann sozusagen, werden die Ebenen so in die richtige Höhenlage gebracht. Und da kommt jetzt eben auch diese Geschosshöhe wieder ins Spiel, weil die werden jetzt sozusagen korrekt dargestellt, die Geschosshöhen.
Und wenn ich alles richtig gebaut habe und die Wände auch entsprechend die richtige Höhe haben, dann gibt es auch keine Lücken dazwischen. Ja? Also das ist Modellansicht. Den Befehl gibt es auch unter Ansicht, Modellansicht. Und man kann dann auch noch bestimmen, wie eine Modellansicht dann genau aussieht. Also will man zum Beispiel die alten Ansichten wiederhaben. Sie haben ja jetzt gesehen, dass sozusagen die aktive Ebene, die Dachebene, war in der Axonometrie. Das heißt, alle anderen Ebenen haben sich dem angeglichen und sind jetzt auch in der Axonometrie. Wenn ich das jetzt hier ankreuzen würde, würde nach Deaktivieren der Modellansicht, würden die sozusagen ihre alten Ansichten wiederbekommen. Ebenen mit anderem Maßstab ignorieren macht gewissermaßen Sinn. Das heißt, wenn Sie andere Ebenen hätten, auf denen Sie aus irgendeinem Grunde was in einem anderen Maßstab zeichnen, würden die dabei nicht berücksichtigt, was ja auch sehr merkwürdig wäre. Okay, also das sind sozusagen Optionen. Und jetzt kann man halt auch nochmal hier entscheiden bei der Modellansicht, wie jetzt die Ebenen dargestellt werden sollen. Im Moment werden andere ja grau gezeigt. Ich kann jetzt also durch die Ebenen auch durchswitchen. Jetzt wird zum Beispiel die Obergeschossebene, also alle Bauteile des Obergeschosses werden schattiert und mit Kanten dargestellt und alles andere eben grau und den Drahtgitter. Ich kann das aber auch jeweils für jedes Geschoss dann nochmal einzeln festlegen. Ja, also jedenfalls kann man das sozusagen auch gleich haben, indem man nämlich hier auf Ebenendarstellung andere normal zeigen geht. Und dann wird eigentlich alles richtig dargestellt. Jetzt hat es hier, gibt es hier gerade einen Hänger. Ich gehe jetzt nochmal auf Schattiert und Kanten und jetzt wird mir das ganze Modell mit Schattiert und mit Kanten eben dargestellt. Ja, so wie das sein soll. Und das betrifft dann natürlich nicht nur Axonometrien, das betrifft auch zum Beispiel Draufsichten. Ja, das ist jetzt nicht so spektakulär oder auch eine Vorderansicht. Oder wenn man jetzt mal was ist denn das dann, rechts oder links? Gucken wir mal kurz von links. Ja, also das ist alles weiß, da muss man von rechts gucken. Da dürfte es dann ein bisschen grau werden, ja genau. Diese Schattiert mit Kanten ist ja von der Farbgebung her relativ einfach. Es gibt eigentlich nicht viel. Aber das wollte ich Ihnen zeigen. Ja? Also das sind sozusagen die Ebenen, die als Geschosse benutzt werden können und die durch Anklicken dieser Modellansicht zuerst überhaupt in eine richtige Lage zueinander gebracht werden. Und dann können Sie halt immer noch entscheiden, ob Sie jetzt nur die aktive Ebene sehen wollen oder nicht, wie zum Beispiel jetzt das Erdgeschoss. Ja, jetzt sehe ich also komischerweise immer noch alle. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal neu rendern. So. Das ist also das Geheimnis der Ebenen. Die Klassen sind was ganz anderes. Die Klassen sind sozusagen das, was bei anderen Programmen die Ebenen sind. Die heißen dann bei Vectorworks Klassen. Das sind also dimensionslose und vor allen Dingen höhenlose wie soll man sagen, Container. Auf denen können Sie dann Zeichnungselemente auch nochmal sortiert ablegen, so wie zu Hause Ihre Klamotten in Ihren Schränken. So können Sie auch hier in Klassen Ihre Zeichnungselemente ablegen. Das kann man mit den Ebenen natürlich auch machen. Aber die Zusatzfunktionalität der Ebenen und die wichtigste ist halt diese Höheninformation und dass Sie dann eben Wände bei einem mehrgeschossigen 3D-Modell dort auf den richtigen Geschossen ablegen können. So, jetzt mache ich mal eine neue Datei auf, neues leeres Dokument. Und jetzt will ich Ihnen das nochmal zeigen, wie man das so ganz grundsätzlich angeht. Ich habe jetzt hier also im Moment genau eine Konstruktionsebene und unter Extras Organisation lege ich jetzt erstmal nochmal eine zweite an. Und die nenne ich jetzt mal OG. Und okay, jetzt darf ich die bearbeiten, weil da gerade der Button, die Option nach dem Anlegen bearbeiten gewählt war. Da mache ich jetzt aber erstmal nichts. Jetzt habe ich also zwei. Jetzt kann man die auch doppelt klicken. Ich nenne die mal hier EG. Und die kriegt jetzt als Geschosshöhe 3 Meter. Okay, mehr nicht. Und die hier kriegt als Geschosshöhe, also als Z-Höhe meine ich, 3 Meter und dann als Geschosshöhe wieder 3 Meter. Ja? Die Z-Höhe würde normalerweise, wenn ich nachdem ich das für das Erdgeschoss festgelegt habe, dass es eine Geschosshöhe gibt, die größer 0 ist, hätte man beim Anlegen dieser Obergeschossebene sozusagen sofort diesen Wert hier eingetragen bekommen, Z3. Ja, das ergibt sich sozusagen logisch daraus, dass die Geschosshöhe hier 3 Meter ist. Das heißt, das Erdgeschoss endet bei 3 Metern und da fängt natürlich das Obergeschoss dann an. Jetzt kann ich auf diesen beiden Ebenen zeichnen. Ich mache mal die Erdgeschossebene aktiv und zeichne ein Wandrechteck. Ein ganz einfaches Wandrechteck. Ich kann mich hier ausrichten. So, und jetzt gehe ich ein Geschoss nach oben, Steuerung oder Command-Pfeiltaste nach oben. Und jetzt sehe ich das ganze Grau. Das liegt daran, dass meine Ebenendarstellung grau und ausrichten ist.
Jetzt kann ich theoretisch im Obergeschoss auch wieder eine Wand zeichnen. Ich kann mich also auch an dem Kram aus dem Erdgeschoss ausrichten. Ja, das wäre so die eine Möglichkeit. Wenn ich natürlich schon weiß, dass ich eh genau dieses Wandrechteck brauche, kann ich auch wieder runtergehen ins Erdgeschoss, alles auswählen. Steuerung A zum Beispiel, Steuerung C für Kopieren. Gehe dann eine Etage hoch in mein Obergeschoss, da kann man es sehen. Ja, ich kann das natürlich auch hier machen. Und dann gibt es einen Befehl, der heißt Bearbeiten, Einfügen am Ort. Das bedeutet, es wird koordinatentechnisch richtig eingesetzt. So, das war es erstmal zum Thema Geschosse. Und ich habe Ihnen nochmal in einem kleinen Beispiel gezeigt, wie Sie das Ganze sich anschauen können. Ich gehe mal hier kurz auf Modelldarstellung und da sehen Sie das beides richtig. Die Wandhöhen stimmen jetzt nicht mit den Geschosshöhen überein, aber das soll jetzt mal nicht das Problem sein. Im nächsten Video rede ich ein bisschen über Wände und wie Sie die eben im Grundriss und den Ansichten unterschiedlich gefärbt haben können. Bis dann, tschüss.